Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mit Dani hier zusammen in Berlin und wir machen heute eine ganz besondere Übung mit euch zusammen. Dani wird die ganze Übung vorführen und ich werde sie ein bisschen erklären und Hinweise geben. Kleine Story zu dieser Übung. Gestern hatten wir einen richtig harten Drehtag und haben die Übung, ich glaube, eigentlich nur 3 oder 4 Mal gemacht für ein Video. Und ich habe den Todesmuskelkater im Hintern. Das heißt, an alle Mädels da draußen, ihr werdet die Übung lieben. Und wir legen auch direkt los. Viel Spaß dabei. Okay, wir legen los. Ganz simpel, wir starten am Boden, nehmen unser rechtes Bein nach hinten und die gleiche Hand zum Boden. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht viel Gewicht hier auf den Arm gebt, sondern auf dem Fuß. Dann kickt ihr in die Luft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann wechselt ihr. Jump. Ta, 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 ta. 5, 6, 7. Switch. Ta, 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 ta. 5, 6, 7. Switch. Yes. Und ihr seht schon, Dani macht es richtig gut. Ihr müsst darauf achten, dass ihr viel Spannung im Bein habt. Das heißt, es muss so aussehen wie so eine Feder, die sich immer ein- und auszieht. Und dann, wenn ihr das Bein einfach nur so rumschlabbert, macht mal richtig schlecht gerade. Genau, dann habt ihr einfach null Effektivität für die Muskulatur. Okay, wir machen das Ganze jetzt, du kannst kurz pausieren. Wir machen das Ganze jetzt in einer super einfachen Variante und zwar einmal 8 Zählzeiten, wie wir es gerade gemacht haben. Dann steigern wir von Intervall zu Intervall. Das heißt einmal 8, dann 4, dann 2. Nächste Level wäre dann jeden Beat. Okay, ready? Dani, bist du bereit? Okay, starten einfach zusammen. Geht in die Ausgangsposition. Round 1. 8 Zählzeiten. 5, 6, 7, 8. Oh, cup. 5, 6, 7, go. Cup. 5, 6, 7, switch. Yes. So, ihr seht, Dani braucht nur die Fingerspitzen aufsetzen, nicht die ganze Hand, weil sie ihr Gewicht hauptsächlich auf dem Fuß hat. Die Hand ist trotzdem genau unter der Schulter und nicht nach vorne, damit sie nicht nach vorne überfällt oder sowas. Sehr gut, kurze Pause. 7. Ja, sie will natürlich keine muskulären Disbalancen haben, deswegen macht sie es zu Ende. Okay, nächste Runde. Jetzt als nächstes 4 Zählzeiten nur noch. Okay, Ausgangsposition. Round 2. 5, 6, 7, 8. Oh, go. Ta, 2, 3, 4. Ta, 3, 4. Yes. Ta. Auch ganz wichtig, achtet darauf, dass das Knie, auf dem ihr steht, nicht zu weit nach vorne geht. Denn sonst verliert ihr auch ganz, ganz schnell das Gleichgewicht. Gleich geschafft. Und ta. Und Break. Sehr gut. Wir haben nur noch ein letztes Intervall. Weil Dani so fleißig war, mache ich jetzt auch mal mit. Danke. Okay, let's go. Letzte Runde. Ausgangsposition. Nach rechts starten wir, ja? Yes. Round 3. 5, 6, 7. Und ta. 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 Bei mir tut es noch richtig weh von gestern. Letztes Mal. Sehr gut. Nice. Erstmal ein Clap für den Ton, ne? Ja, das war die ganze Übung. Top Rock Shuffles. Dani, was sagst du? Wie hat dir die Übung gefallen? War sie anders als andere Übungen, die du sonst vielleicht für deinen Po machst? Erzähl. Ich muss ja mal Luft holen. War auf jeden Fall mega anstrengend, die Übung. Hätte ich nicht gedacht. Und der Po brennt. Also wirklich schon nach der ersten Runde, wo wir 8 Mal von rechts nach links gegangen sind, habe ich schon gemerkt. Und nach der 2. Runde war es schon echt on fire, my ass. Yes. Ja. Ja, wenn ihr das Ganze noch öfter macht, dann wird es natürlich immer und immer schlimmer. Wenn euch die Übung gefallen hat, checkt auf jeden Fall die Breakletics App ab. Link ist unten in der Beschreibung. Außerdem
Links zu meinen Kursen, auch unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeikommen und live mitmachen. Dani, vielen Dank. Ihr Instagram-Link findet ihr auch unten in der Beschreibung und hier eingeblendet. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao. 5, 6, 7, 8.